Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video aus dem Zen Garden Paraguay. Heute geht es um das Thema Bäume pflanzen, obwohl wir gerade Hitze und Trockenheit haben. Wir haben momentan Temperaturen zwischen 30, 35 bis 40 Grad. Und es geht darum, wie man die Bäume pflanzen kann, damit sie eine Chance haben, trotzdem gut anzuwachsen und gesund zu bleiben. Im ersten Teil des Videos werdet ihr sehen, wie ich mit unserem Angestellten Luciano einen Baum pflanze, das heißt das Pflanzenloch ausheben, dann eben ein bisschen unten ein bisschen trockene Blätter mit Erde mische, damit unten Dünger entstehen kann, später dann noch ein Ziegel mit benutze und ein Abflussrohr und am Ende dann der Baum schön eingepflanzt wird und zwischendrin schon beim Einpflanzen gewässert wird. Am Ende schauen wir uns das Ergebnis an und ich gebe euch noch ein paar Erklärungen und Hinweise, warum wir Sachen so gemacht haben, wie wir sie gemacht haben. Also, viel Spaß beim Video! Wie es hier so üblich ist, hat neulich unsere Nachbarin mich hier zu sich gewunken und meinte dann in ihrem wunderbaren Spanisch, und ich habe mich bemüht, möglichst viel zu verstehen, dass sie ein paar Bäume, also Jungbäume für mich hat, die sie mir schenken möchte, weil die ein neues Zuhause braucht. Jetzt sind wir hin, ich dachte so, wir kriegen zwei. Sie sprach von einem Lapacho und einem Mangobaum. Am Ende haben wir, glaube ich, vier Lapachos gekriegt, eine Avocado-Pflanze und irgendwo ist auch der Mango. Seht euch das an, also wirklich super lieb und hilfsbereit hier die Leute. So. Moin, erste Karte. Okay, acá vamos poner el ladrillo. No puedo, no un poco. Sí. Was? Primero tierra y mezcla un poco. Un poquitito, no mucho. Sí, y un poco también hojas, pero no mucho. Sí. Eso vamos acá, sí. Un poco más tierra para mezclar primero solo. Sí. Y ahora más tierra para cubrir las hojas. ¿Más? Uh-huh. Un poco más. Y bien plana. Sí. Así. Sí. Ok. En el... ¿Acá? Sí. Así. Sí, y el caño con... ¿No? Acá está. Esta. ¿El cora? Sí. Sí. Ok, voy a traer la planta. Das ist ein Lapacho Jungpflänzchen. Hat schon eine stattliche Größe. Und den werden wir jetzt einpflanzen. Un poco también por la tierra, por asegurar la tierra y el caño. Ja? Sí. Oh. Ja. Mira cómo es ir buen para el agua. El agua va a ir lentamente con los raíces. Sí. Y es porque hacemos esto. Puedes entrar agua, el agua va a quedarse y va a ir todo el día por las raíces. Así es. Es porque hacemos. Sí.
del cañón. Sí, super. Porque vamos a entrar un poco más bajo porque el agua sí. Va bien acá. Para entrar. Puede entrar, sí. Ahora solo necesitamos mucho más agua y este es listo. Sí. Ahora sí, ya. Muy bien. Y vamos a empezar un poco. Importante para las raíces y para tener el arbolito. Sí. Ok. Ja. Willkommen zurück in unserem Video, in dem ich euch gezeigt habe, wie wir hier unsere Bäume pflanzen, damit die auch bei der Hitze hier, wir haben im Moment Temperaturen meistens zwischen 30 und 40 Grad, wie die einfach auch gut angehen können und die Wurzeln eben zu Wasser kommen. Wir haben in der Zwischenzeit weitere Bäume gepflanzt und ich möchte es euch jetzt einfach mitteilen. Schaut mal mit, und zwar hier. Das ist ein kleiner Baby-Lapacho, den wir gepflanzt haben. Der ist so klein, dass seine Wurzeln noch das Wasser von der Oberfläche abkriegen können. Deswegen hat er kein Rohr bekommen. Der hat wirklich Wurzeln, die sind 10 cm nur lang. Und da reicht das Oberflächenwasser und er kriegt momentan jeden Tag eine Portion Wasser. Kommt mit. So, hier haben wir einen etwas größeren Lapacho gepflanzt. Der hat natürlich wegen der Trockenheit all seine Blätter verloren. Nichtsdestotrotz, der wird wiederkommen. Er ist weiterhin grün. Das heißt, es braucht jetzt einfach ein paar Tage, vielleicht ein, zwei Wochen. Er wird weiter gegossen jeden Tag von oben und von unten und wird dann wieder austreiben. Die Idee ist, dass man am Anfang die Hälfte des Wassers über die Oberfläche gibt, die andere Hälfte über das Rohr. Mit der Zeit verlagert man, dass man mehr Wasser über das Rohr gibt. Das Wasser geht nach unten. Ihr habt ja gesehen, wir haben so einen Stein eingebaut. Der Stein bewirkt, dass sich da unten das Wasser sammelt und die Wurzeln lernen, in die Tiefe zu wachsen, statt das Wasser von der Oberfläche nutzen zu wollen. Das heißt, am Ende werden wir dann nur noch von oben, von dem Rohr gießen. Das heißt, das Wasser geht in die Tiefe. Und in ein, zwei Jahren kann man dann die Rohre rausziehen und es zumachen. Und der Baum hat einfach eine schöne Größe und gesunde Wurzeln. So, gehen wir zum nächsten. Das gleiche haben wir hier mit einem Avocado-Bäumchen. Das sieht im Moment sehr traurig aus. Die Blätter sind alle sehr schlapp und am Trocknen. Nichtsdestotrotz, auch der wird sich erholen. Er braucht jetzt einfach eine Zeit und dann werden neue Blätter kommen. Avocado-Bäumchen sind ziemlich zäh. Wie gesagt, auch er wird Wasser von oben bekommen und Wasser durch das Rohr. So, gehen wir zum nächsten. Ein etwas größerer Avocado-Baum. So, kommt weiter mit. So, hier seht ihr den dritten Lapacho. Übrigens blenden wir euch danach mal ein Bild von einem blühenden Lapacho ein, damit ihr seht, wie hübsch das wird. Das sind Lapachos, die rosa blühen, alle drei. Das wird also hier, wenn die größer sind und anfangen zu blühen, richtig, richtig herrlich sein. Ja, wie gesagt, auch er sieht etwas traurig aus, wird sich aber erholen, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Sie werden gut gepflegt, gut gegossen und in ein paar Wochen oder Monaten sieht das hier schon dann ganz anders aus mit den Bäumchen. So, kommt mit. Noch eine Sache. So, hier haben wir ein Mangobäumchen, das ich aus Kernen gezogen habe. Das heißt, also die anderen waren in der Erde bei der Nachbarin. Deswegen geht es denen momentan auch so schlecht, weil sie eben ausgerupft wurden, was sehr viel Stress für die Bäumchen ist und wurden hier wieder eingepflanzt. Die hier waren in einem Becher mit Wasser, haben gut Wurzeln getrieben und sind jetzt hier eingesetzt worden ohne Stress. Das heißt, wir haben sie einfach nur aus dem Wassertöpfchen rausgenommen, haben sie hier gut eingebettet. Sie werden natürlich wie alle anderen mit Wasser versorgt und deswegen sehen die momentan besser aus. Nichtsdestotrotz, die anderen werden sich erholen. So, das war also unser Ausflug zum Bäumepflanzen. Die ersten Bäume sind gepflanzt, weitere werden folgen, sobald wir auf der Fläche mehr Platz haben und die Baustelle sich in den hinteren Teil verlagert hat. Der Garten wird grün und bebaut werden. Also, bis bald wieder im Zen-Garten. Tschüss!